Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Assassin's Creed 4. Und ich hab die gefunden, die letzte. Aber wir hatten sie ja auch schon mal. Nämlich, hier heißt es nämlich Angriff auf das Büro. Stimmt, ja. Assassinen hatten sogar im ersten Spiel ein Büro. Der erste Assassine, der berühmt ist, ist Altair übrigens, wisst ihr ja. Und da gab es ja auch Büros. Das ist das erste Mal, dass wir in Assassin's Creed eine Reise wieder zurück machen. Vor Connor, könnte man sagen. Was passierte, bevor Edward und Connor kamen? Ich meine, vor Connor und so kamen. Wer bist du? Nochmal? Ihr seid Rona, stimmt's? Kenway! Ihr sucht nach Ärger, schätze ich. Immer noch so charmant wie früher. Immer noch so aufdringlich wie ein Furunkel. Was wollt ihr von mir? Ich möchte euch warnen. Euer Leben ist in Gefahr. Welch helles Köpfchen ihr doch seid. Wie kamst du zu diesem Geistesblitz? Womöglich habe ich einem dieser Templerknaben, die ihr so gern habt, ein sehr sensibles Dokument überlassen. Herzlichen Glückwunsch, eure Mission war erfolgreich. Kann ich es wieder gut machen? Seid ihr nüchtern genug für eine Ziehübung? Was tut man nicht für eine Lady? Helft mir gegen diese Männer! Okay. Um den kümmere ich mich. Haha. Na? Ich hab mehr als genug Pulver, um sie auszuschalten. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Kommen Sie! So. Jung. Und auf! Na komm her. Aufs Pulverfass schießen ist einfach. Ich muss übrigens mal ein bisschen lauter werden. Also so richtig. Tja, dann eben so. Hab eh keine Pulverfasse mehr. Das war doch nicht eine, die ich schon kannte. Komische Art und Weise.
stand da eigentlich die Mission? Ich dachte, sowas wie den Namen einer Mission sieht man nur, wenn halt ich die schon ausgelöst hätte, die Mission sozusagen. Und? Ist das euer neues Ich? Sir Edward von Havanna rettet eine Maid in Not. Passt es denn zu mir, Fräulein? Besser als eure alte Persönlichkeit. Fürwahr, Edward, warum seid ihr hier? Tja, da ist ein Schlüssel. Vermutlich in der Tasche eures Templerverehrers. Ich brauche ihn. Wirklich? Und warum behalte ich ihn nicht einfach selbst? Rona, ich weiß, dass ihr gern Männerstiefel tragt, doch was dieser Schlüssel öffnet, passt euch nicht. Ich sag euch was. Fällt mir eine Aufgabe ein, die die Hilfe eines besonders einfältigen Kerls erfordert, lasse ich euch rufen. Yay! Assassinenbüro verteidigt! Können wir ja gleich weitermachen. Habt ihr über mein Angebot nachgedacht, Rona? Ja, da ich unpässlich bin und da mein Pflichtgefühl stärker wiegt als mein Stolz, gibt es da ein Problem, das ihr untersuchen könntet. Fahrt fort. Und ich sagte, untersucht ein Problem. Nicht, schafft eines. Ja, Mama. Worum geht es? Eine Häufung von Raub und Missgunst. Es kann kein Zufall sein, dass dies gleichzeitig mit den anderen Angriffen begann. Seht, was ihr in der Nähe des Marktes herausfindet. Ein aufdringliches Furunkel wie ich? Seid ihr sicher? Ich enttäusche euch nicht. Es dürfte schwer sein, noch enttäuschter zu werden als jetzt. Ach, das könnte beginnen, eine wunderbare Freundschaft werden. Na, Edward, ist doch was für dich, obwohl die hasst ja einen. Ob die noch wartet auf uns? Irgendwas passiert ja noch bestimmt am Ende. Die bekommen ja immerhin noch ein Kind. Also ich denke mal, das ist die. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Edward mit einer anderen den Nachwuchs zeugt, den Haytham, und danach kommt ja der Connor. Ich denke mal, die gibt's noch nicht. Oder ist Haytham könnte aber schon auf dem Weg sein. Wer weiß das schon? Zumindest habe ich noch kein Baby oder sonstiges gesehen. Oh, den Marktuntersuch. Wo ist der denn? Ah, da hinten. Noch ein bisschen. Ups. Mich jetzt fast runtergejagt. Marktuntersuchen, da haben wir schon. Taschendieb fangen und plündern. Fangen und plündern heißt meistens so viel wie töten und ja. Alter, wie schnell ist der? Ich hätte wohl von weiter weg, von näher ran den Typen finden sollen, hä? Und Mission beendet. Was war das denn? Oh na. Are you serious? Ey, jetzt 9 Minuten, 2 Missionen. Hallo? Mach mal was Interessanteres. Jetzt komm auf. Sequenzen dauern meistens länger als die Mission. Nicht nur wegen den Sequenzen ist der Part so lang, wie er ist. Und ich versuche immer noch alles in einen Part reinzuquetschen. Nämlich von der Missionsanzahl passt das verdammt gut. Ach jo.
Aber ich glaube, das mit den Assassinenaufträgen, also ich meine jetzt diese Attentatmission, ist gleich wie mit dem Maritimen. Die letzte Mission kriegt man erst, wenn man alle geschafft hat. Was habt ihr erfahren? Ich habe einen Taschendieb erwischt. Er hatte eine Karte. Irgendwas mit Lagerhäusern und Schwarzpulver. Ich habe auch nachgeforscht. Eines ist offenbar. Dieser Templerschuft leitet die ganze Operation. Hillary Flint. Der Name stand auch auf der Karte. Mit Taschendieben finanziert er ein Wettrüsten. Gegen wen? Mich. Und er gewinnt vermutlich. Ja, doch mit der Karte können wir seine Waffenlager zerstören. Worauf warten wir? Zerstören was einfach mal. Oh ja, das ist eine meiner Lieblingsmissionen jetzt. Ich habe die noch nie gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie mir am meisten gefallen wird. Einfach nur hingehen, Pulverfässer zerstören, fertig. Okay, so ganz einfach sieht's dann doch nicht so aus. Seht ihr den Scharfschützen? Ja, jetzt habt ihr den gesehen, denn er hat mich gesehen. Dann ist der eine, wird mich jetzt entdecken. So. Nur in Brand setzen. Und schon weg. Und du noch. Kommt ihr denn hier? Hallo? Jemand? Und er ist tot. Au! Alter, das mache ich nie wieder. Das ist gefährlich. Die schießt nämlich dann härter. So. Jetzt muss ich von einem Sperrgebiet zum nächsten. Oh. Oh, brother. Yay. Ey, wirst du wohl... Sonst dauert die Mission doch länger als gedacht. Ach, die sind so weit entfernt, das wird eine lange Mission. Aber ich kann ja auch die Fässer anschießen, aber dann entdeckt man mich sofort. Aber ich denke mal, jetzt mache ich das geschickt da. Das ist 70 Meter von mir entfernt, das andere unbekannt. Nehme ich doch das Unbekannte hier, natürlich. Dann nehme ich wohl das hier. Der ist ja auch noch da. Mist.
Komm. Na los. Schlaf, mein kleiner, schlaf doch ein. Ich trete dir dann in die Ei. Nee. Das ist scheiße. Fallen lassen. Noch auf der anderen Seite wollte mich jetzt verarschen. Das müsste die doch alarmieren. Okay. Auf zum nächsten. Sind nur 120 Meter. Alter. Und ich denke mal, danach werde ich den Part einfach beenden. Auch wenn es nur noch eine Mission ist. Denn ich werde dann auch den Schatz nehmen. Schnauze du. Der schlägt. Alter. Ich hab's auf jeden Fall geschafft. Jetzt muss ich nur noch überleben. Alter, wo kommen die alle her? Ich glaube, ich kann mich nicht wegteleportieren, oder? Nein, kann ich nicht. Also laufe ich weg. Ich laufe einfach zur Mission, die viel zu weit weg ist. Nein, lasst mich! Obwohl, ich werde keinen Cut machen, wie beim letzten Mal. Wäre ich eigentlich blöd. Obwohl... Nee, ich mache keinen Cut. Ich werde... Ich mache einen Cut, aber ich werde die Aufnahme nicht einfach beenden. So, ihr Drecksäcke. Darf ich mal hier vorbei? Darf ich mal hier durch? Darf ich mal die Leiter benutzen? Danke. So... Auf den Dächern fühle ich mich heimisch. Kommen die nicht so schnell. Ach, scheiße, hier kann ich mich nicht verstecken. Aber ich bin ihnen entkommen. So. Dann wollen wir mal. Edward, wir haben diesen Templerschuft Flint eines Großteils seiner Macht beraubt. Das Einzige, was noch zwischen euch und dem Schlüssel steht, ist Flint persönlich. Habt ihr schon eine Idee parat? Ich werde gegen ihn kämpfen. Und ihr kommt von hinten. Vorsichtig, und ihr kennt den Rest. Plötzlich so zimperlich, Rona. Bringt ihr es selbst nicht übers Herz? Das ist es nicht. Ihr sollt nur nicht denken, dass ich euch sage, was ihr tun sollt. Eure Verletzung muss zu einer Art Fieber geführt haben. Können wir jetzt gehen? Los. Ach, kann nicht schwer zu finden sein, der dreiste Bastard. Er stolziert herum wie der Hahn im Korb.
Gebt es zu, Rona. Tief in euch seht ihr diesen Hahn gern stolzieren. Vielleicht seht ihr euch gern in Daumenschrauben, wenn euch die Peitsche nicht reicht, Kenway. Wow. Also sie attackiert ihn von vorne und wir kommen von hinten. Ah ja, Sandwich! Hey Flint! Ha! Kein guter Schütze! Was, Flint? Ihr müsstet wissen, den Freund. Studiert habe. Dann geht ihr endlich, wie besessen ihr von mir seid. Wie viele Männer habt ihr denn? Hab dich! Ich wusste, dass es so enden würde. Jedoch dachte ich immer, unsere Rollen wären vertauscht. Ich würde glücklicher sterben, wenn ich wüsste, es gibt eine Assassinin weniger. Welch ein Jammer, dass wir niemals gemeinsam auf der rechten Seite gekämpft haben. Wollt ihr zwei einen Moment allein sein? Nein, es ist zu spät. Nimm ihn. Sein Charme ist verbraucht. Lassen wir die Erinnerung an ihn auf ewig ruhen. Ging aber schnell die Mission aus. Also daher werde ich auch wirklich keinen neuen Part anfangen sollen. Komm und verstecken. Okay. Aufs Boot! Geschafft. Jetzt noch schnell Schlüssel abgeben. Diesen Part ist noch ein bisschen länger halt. Ist okay. Ich habe ja schon mal 30-minütige Parts gehabt. Aber dann schaut ihr es ja nicht, wenn die so lang sind. Was ist das? Jetzt nutzen wir 10 Minuten mehr. Aber naja. Bedenkt man es so, dass das, was ich euch zeige, sowieso irgendwie gezeigt wird, kann man es sich auch jetzt anschauen. Denn früher oder später muss ich da ja eh hin. So. Auf zu meiner Villa. Mit dem Gartenhäuschen. Oh, die ist so schön. Wir hatten ja noch eine schöne Siedlung im dritten Teil. Da fand ich die Siedlungsmission cool. Die hatten Charme. Ganz ehrlich, hier fehlt mir das. Dafür gab es die Assassinen-Mission. Charme hoch 2. Okay. Kannst du nicht mehr. Templerrüstung. Oh. Come on! Da ist sie. Unsere neue Rüstung. Der Stolz der Templer. Eine leichte und flexible Rüstung, die höheren Schutz vor gegnerischen Angriffen bietet. Das heißt, diese Rüstung, da halten wir mehr drin aus. Deswegen sind die Templer eigentlich so schwach. Spaß beiseite. Das war's aber jetzt von mir. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.